Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir was mit Servietten. Ich habe mir einmal diese Servietten hierher geholt. Ich weiß noch nicht, ob die zum Einsatz kommt, das weiß ich noch nicht. Dann habe ich mir hier meine Tasche hergeholt. Da war ja das Album vom Teddy drin. Die Tasche ist jetzt direkt zu einer neuen Projekttasche umgebastelt worden. Die Servietten sind da drin, die brauchen wir auf jeden Fall. Und ja, es wird um diese beiden Bastelblöcke gehen. Wir brauchen jetzt aber erstmal eine Grundbasis und das werden die Servietten. Lasst euch überraschen, was wir damit machen, oder sage ich euch, was ich damit vorhabe? Weil wenn es... Ich überlege gerade. Ich packe die mal hier rein. So, auf jeden Fall brauchen wir sehr viele Servietten. Hier sind... Wie viele drin? Das müssen wir jetzt erstmal herausfinden. 20 bestimmt, ne? 20, ja. Es sind 20 Servietten drin. Ich brauche auch alle. Das ist also etwas, wenn ihr sehr viele Servietten zu Hause habt und die loswerden wollt, ist das eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Das brauchen wir nicht mehr. Das kommt schon mal weg. So, dann packe ich das mal zur Seite. Einen Block brauchen wir eben, weil ich brauche eine Seite. Die nehmen wir da schon mal raus. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir viel Verschnitt haben werden und so weiter. Die machen wir erstmal auf. Jo, sehr hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch. Okay, wir hätten nicht wirklich viel Verschnitt. Was ich machen kann, also, das sollen meine Seiten werden am Ende. Werde ich hier wahrscheinlich ein Stück abschneiden müssen. Wir gucken gleich alles mal. Was wir aber schon mal sagen können ist, weil ich brauche hier meine Matten. Ich habe leider nur drei. Ich weiß nicht, was das hier ist, was da drauf ist, auf der Matte, die ich neu gekauft habe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zwei hatte ich ja schon. Ihr kennt sie ja schon. Die brauchen wir. Das Problem bei den Matten ist halt, die sind nicht so hoch. Ich brauche diese Matte. Ich weiß, viele haben gesagt, man kann das auch auf Backpapier machen. Also, wenn ihr das erstmal testen wollt, probiert es mit Backpapier aus. Ich weiß das allerdings nicht, ob das mit Backpapier funktioniert. Also, da kann ich nicht wirklich was zu sagen. Okay. Jetzt ist es so, dass ich diese Serviette uns mal zuschnibbeln werde. Das heißt, eine Seite wird schmaler. Ich nehme dafür diesmal mein Hebelschneider. Da müsst ihr natürlich auch gesehen haben, da könnt ihr nehmen, welchen auch immer ihr habt. Und dann gucken wir mal hier, auf was für eine Größe ich das machen werde. Ich gehe mal erstmal auf 14. Ich denke, 14 ist eine gute, die ist eine gute Zahl. Das hier könnt ihr euch zur Seite legen, könnt ihr aufheben, wenn ihr wollt, oder halt auch nicht. Gehe ich auf 14 mal 14, schneide ich sehr viel weg. 15, so ein bisschen will ich halt hier nur weg haben. Nicht viel, so ein bisschen nur. 16, machen wir mal auf 16. 14 mal 16. Mach nicht zu viel. Moment, das muss ich mir auch aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Es wird am Ende nochmal an der einen Seite nochmal ein bisschen weniger, aber ja. 14 mal 16 Zentimeter. Lege ich mir hin, hier hin. Das kommt zur Seite, das hier braucht nicht mehr. Und dann falten wir das Ganze auf. Ja, das passt. Guck mal, das passt genau. Habe ich noch so ein bisschen Spielraum oben und unten. Und hier habe ich an der Seite dann auch. Perfekt, perfekt. Alles gut. So machen wir es. 14 mal 16 ist perfekt. Hier werde ich wahrscheinlich ein Stück einkürzen. Dann kann ich hier noch reißen. Okay, finde ich gut. Hier wird oben und unten so oder so gerissen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das bedeutet jetzt, dass ich diese Serviette nehme und jetzt basteln wir die erstmal hier auseinander. Man kennt es. Das ist jetzt immer so eine Sache für sich. Ne? Dadurch, dass ich die Punkte da noch drin habe, klebt das natürlich aneinander. Ich weiß, es gibt so einen ganz tollen Trick mit Tesafilm. Ihr klebt einfach Tesafilm drauf und zieht das. Das Problem ist aber, ich brauche alle Seiten. Vielleicht. Wir gucken mal. Also die hebe ich ja auch auf. Wenn ihr etwas machen möchtet mit Glitzer dazwischen oder mit zum Beispiel, was ich ja auch gerne mache, mit
Lavendel oder so dazwischen. Dann kann man das auch gut immer so als drüberlegen nutzen. Kriege ich es hin? Ich habe hier einen kleinen Anfang. Ein bisschen pusten manchmal hilft. Habe ich irgendwas Schmales gerade hier, was ich dazwischen packen könnte? Nicht wirklich, nicht wirklich. Zumindest sehe ich gerade nichts. Wir kriegen das schon auseinander. So, da habe ich es. Und auch das ziehe ich ab. Okay, leider, das ist wirklich leider, geht das bei den Servietten nicht durch. Das heißt, hier ist nicht wirklich was drauf. Da ist nicht wirklich was drauf. Können wir auch zum irgendwas abputzen nehmen, diese Reste der Servietten. Da muss ich nicht alles aufheben, weil da, das ist ein bisschen viel. So, ja, und jetzt ist eigentlich das übliche Prinzip, was ihr schon kennt bei mir. Ich brauche wieder meinen Weißleim. Der ist schon so gut wie leer. Einen Becher. Und da kommt jetzt erstmal der Weißleim rein. Jetzt überlege ich gerade nur, ob ich den schon hier in der Flasche verdünne, weil, wie gesagt, hier ist schon so gut wie leer. Ich habe aber noch eine Flasche, Gott sei Dank. Muss ich wieder neu bestellen. So. Moment, das kommt weg. Kriege ich das jetzt unfallfrei? Ich habe hier so einen Becher noch. Kriege ich das wohl unfallfrei da rein? I don't know. Wir werden es einfach mal testen, ne? Ich schiebe das aber zur Seite, weil ich brauche ja alle Servietten. Moment, die lege ich mal hier drauf, falls wir hier einen Wasserschaden gleich haben sollten. So, Technik liegt jetzt hier gerade auch nicht drin. Ich kann ja ganz vorsichtig und liebevoll. Na, guck mal. Könnte gut gehen. So. Ihr seht dann gleich die Konsistenz. Ich schütte das hier gleich raus. So. Jetzt brauche ich den Deckel, den ich wohin geschmissen habe. Mein Deckel. Halt das fest, schub das nicht um. So, den Deckel. Und dann gucke ich mal, ob das von der Konsistenz schon reicht oder ob ich dann nochmal Wasser zugeben muss. Ich schüttel jetzt einmal. So, geschüttelt ist das Ganze. Ich nehme mir den Becher. Wir gucken uns das mal an, wie das da jetzt rauskommt. Ich glaube aber, das ist schon... Ja, da könnte ich rein theoretisch noch ein bisschen Wasser beimachen. Es ist nicht schlimm, dass da jetzt so viel drin ist. Moment. Hier ist noch was drin. Ich werde ja für 20 Servietten auch eine ganze Menge brauchen. Das Blatt brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Das war jetzt einfach erstmal zum Gucken. Das stellen wir zur Seite. Und die hier kommen eventuell noch mit rein. Das weiß ich nicht. Oder die hier. Welche ich schöner finde. Das Problem ist, die sind nicht durchgefärbt. Die haben halt diese weißen Stellen und hätten nur hier so einen kleinen Rand. Würde mir nicht viel helfen am Ende des Tages. Ich schau mal. Ich überlege mir das. Eventuell kommt da noch was zu. Weiß ich noch nicht. Lege ich dort hinten hin. Die hier, wie gesagt, muss ich alle machen. Ich habe jetzt allerdings nur 3 Matten. Ich habe leider nicht mehr. Deswegen muss ich mal schauen. Okay. Ich möchte noch mal schauen wegen der Konsistenz. Ich möchte die euch auch noch mal zeigen. Jetzt ist das so ein bisschen schaumig. Durch das Shakern. Aber ja, ich glaube, einen kleinen Schuss Wasser machen wir noch mal rein. Ich nehme jetzt einfach hier die. Kann ich ja gleich wieder auffüllen. So. Gucken wir mal. Wie gesagt, das muss nicht zähflüssig sein. Das muss eher flüssig sein. Dann geht das relativ zügig. Ihr könnt das auch 2-3 Tage stehen lassen, das hier. Das ist gemischt. Das dauert ewig, bis das dann, also wenn das in so einem Becher drin ist, bis das wirklich wieder festgetrocknet ist. Konsistenz finde ich so, glaube ich, ganz gut. Okay. Dann können wir immer noch mal Wasser nachgeben. So. Aber so seht ihr ungefähr, wie die Konsistenz sein sollte. Jetzt sind da so viele Bläschen drauf. Das ist ein bisschen doof. Okay. Ja, Serviette so auflegen. Das machen wir einmal. Das lege ich hier hin. Und jetzt geht es darum, welchen Pinsel nehme ich. Also teilweise nehme ich den hier. Es ist noch Klebe dran, den müsste ich erst abmachen. Den bekommt man bei Teddy, wenn man Glück hat. Manchmal ist er da, manchmal ist er nicht da. Ansonsten verlinke ich euch alles unten wieder in der Infobox. Ihr wisst Bescheid. Auch so einen Pinsel verlinke ich euch. Ihr könnt einen ganz normalen Pinsel nehmen.
Das geht natürlich auch. Oder ihr nehmt so einen Silikonpinsel. Ist auch ein Silikonpinsel, ist hier aber abgerundet. Der ist hier gerade. Da müsst ihr einfach gucken, womit ihr euch wohler fühlt. Ich nehme mal den. Also ich habe da jetzt nicht so einen, den ich wirklich... Risse sind hier drin. Ich habe da jetzt nicht wirklich so einen, den ich da sage, den müsst ihr da nutzen. Dann nehmt einfach, womit ihr euch wohlfühlt, wo ihr wisst, damit kommt ihr gut zurecht. Okay. So, ich nehme mal das Stäbchen hier raus. Dann kann ich das hier nämlich einmal abwuseln, was da dran ist. So. Haben wir. Und ihr seht schon, wie das Ganze dann aussieht. Ich gebe das jetzt hier auf mit dem Schaum. Ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, aber es ist, wie es ist. Und das geht gleich auch weg. Das macht die Sache jetzt nicht schlimm. Ihr müsst gucken, welche Seite ihr oben haben wollt und welche unten. Die Seite, die auf dem auf der Matte liegt, die wird so ein bisschen glänzender am Ende. Die oberhalb liegt, die Seite, ja, die wird so ein bisschen matt dann am Ende. Jetzt verteile ich einfach den Kleber hier drauf. Und ja, das mache ich jetzt erstmal, würde ich sagen. Das geht ja flott. So, das Ganze ist fertig. Ich verteile jetzt hier nochmal so ein bisschen, wenn da irgendwelche Wobbles drüber sind oder so. Hier diese ganzen kleinen, das ziehe ich hier mal ein bisschen rein. So, diese ganzen kleinen Pünktchen sozusagen. Jetzt brauche ich hier mal irgendwas, wo ich dich hinlegen kann. Jetzt nehme ich hier die Servietten, die Reste. Das hier muss jetzt trocknen. Wie gesagt, das mache ich tatsächlich mit dem ganzen Paket Servietten jetzt. Das dauert aber ein bisschen, weil das muss natürlich trocknen. Ich lasse es immer ganz gern den ganzen Tag trocknen. Vielleicht wird es ein bisschen früher trocken, weiß ich nicht. Ich gucke einfach mal. Ansonsten, wie gesagt, jeden Tag einfach 3 Stück. Ein paar Tage wird es jetzt dauern, bis ich das fertig habe. Vielleicht schaffe ich 2 am Tag, je nachdem. Gucke ich mal. Kann ich nicht versprechen. Und zwar werden das unsere Buchseiten. Das werden unsere Buchseiten, wo dann später die Papiere mal drauf kommen. Und ich finde das, also wie gesagt, ich finde das sehr schön. Es verändert sich farblich alles nochmal ein bisschen durch den Kleber. Das werden aber, wie gesagt, die Buchseiten. Und ja, für euch ist das jetzt ein Katzensprung und für mich sind das jetzt ein paar Tage. Und da sind wir wieder. Für euch war es ein Katzensprung, für mich waren es ein paar Tage. Ich habe hier meine Matten. Jetzt habe ich hier diese zwei als als Beispiel. Die muss ich noch sauber machen. Ich habe die Servietten da schon runtergezogen in meiner Serviettenmachphase, sage ich das jetzt mal so. Habe sie auch schon hier reingepackt. Da habe ich euch jetzt nicht mitgenommen. Das heißt, ich packe das mal hier aus. Und dann seht ihr schon so ein bisschen, wie die Reise auch hingehen soll. Wir haben hier die beiden Bastelblöcke. Und die 20 Servietten, die wir auf jeden Fall brauchen werden. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Und zwar liegen die ja dann hier, ich will es euch wenigstens gezeigt haben, für die, die es nämlich noch nicht gesehen haben, kleben die dann hier drauf. Und wenn die hier drauf kleben, geht ihr einfach hin und zieht die wirklich einmal runter. Mehr ist das nicht. Das ist ganz vorsichtig einfach nur. Also ihr müsst nicht extrem vorsichtig sein. Die sind nicht mehr so empfindlich wie eine normale Serviette am Ende. Die könnt ihr da schon relativ gut dann runterziehen. Okay, das einmal dazu. Die brauchen wir nicht mehr, mache ich ganz normal mit Wasser sauber, falls da die Frage kommen sollte. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Eigentlichen, wo die Reise nämlich hingehen soll. Und da müssen wir jetzt ein bisschen messen und gucken und tun. Als allererstes, wir haben hier 20 Servietten. Das heißt, am Ende werden wir so um die 40 Seiten haben. Je nachdem, wie wir es natürlich auch bekleben, müssen wir gleich mal gucken. Und zwar möchte ich damit natürlich ein Journal machen. Und diese beiden Blöcke hier sollen da rein, sozusagen. Bedeutet, was ich jetzt machen möchte, müssten eigentlich genug Seiten drin sein. Wir gucken mal eben. Die hätte ich gerne rausgelöst. So steht das hier zu viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind dann 8 mal 3.
24, also 2 mal 24, 48. Okay, das heißt, wir haben 48 Seiten, kommen locker mit hin. Bedeutet, was ich jetzt mache, ist einmal, dann nehmen wir jetzt erstmal eine, weil damit werden wir jetzt gucken und messen und tun. Die falte ich mir grob zusammen. So, könnt ihr euch auch ein Faltzwein nehmen. Ah, da habe ich eins. So, ich hoffe, es funktioniert auch alles so, wie ich mir das jetzt vorstelle. Zum Schnibbeln haben wir gleich auf jeden Fall hier eine schöne gerade Kante. Wir nehmen jetzt hier ein Referenzblatt. Hier hatte ich ja aufgeschrieben, 14 mal 16. Auf diese Größe hatte ich die Servietten zugeschnitten, damit die auf die Matten drauf passen. Und das ist natürlich hier, würde sogar noch passen. Wollen wir das auf diese Größe machen oder möchte ich die hier auch schnibbeln? Weil meine Überlegung war, dafür müssen wir uns ein Blatt fertig machen. Moment, das ist jetzt nicht ganz die Größe. Fast, guck mal, fast. Wir werden das jetzt aber nehmen. Und zwar hätte ich gerne mit dem Schnibbler hier, ich mache mal einmal rundrum. Der ist ein bisschen laut in der Kamera immer, deswegen mache ich das einmal so rundrum. Mache ich mal. So, da haben wir ihn. Das hier brauche ich nicht mehr. Wir müssen ja mal gucken, ob wir das lieber dann so machen oder doch nicht so. Ich finde das mit der Kante schon schöner, als wenn wir das einfach mit einer geraden Kante hier machen würden. Muss ich ehrlich sagen. Wirkt ein bisschen stimmiger insgesamt dann auch. Das wird dann so ein Zentimeter überall, nicht ein Zentimeter, so ein bisschen kleiner wird es dann nochmal, ne? Ein bisschen. Gut, wir nehmen mal das Lineal. Die nächsten Maße, die ich dann nämlich brauche, sind, legen wir mal an, und dann nehmen wir mal nur den jetzt erstmal. Ja, 15,5 fände ich zu wenig. 16 könnte sehr knapp werden. Könnte knapp werden, könnte aber auch funktionieren. Ne? Wollen wir mal auf 16 gehen und dann mal, gucken wir mal, an der Höhe, würde ich auf jeden Fall oben und unten natürlich ein Stück abschneiden, damit das eine schöne gerade Kante am Ende ist. So 0,5 müssen wir da auf jeden Fall geben. Sollen wir auf 22 gehen? 16 mal 22, ich glaube, das ist nicht schlecht, oder? Du bist wie lang? Ja, fast 21. Fast 21. Und breit bist du 14,5 so in etwa. Dann haut das doch relativ gut hin. Wobei, das sind dann 2 cm. Ist schon eine Menge bei, in der Breite dann. Gucken wir mal. Auch das schneide ich tatsächlich mit einem Hebelschneider. Allerdings nicht mit dem, sondern mit dem anderen. Und zwar mit dem großen Hebelschneider. Bevor ich damit starte, hatte ich euch ja versprochen, zeige ich euch noch einmal schnell das Einhorn, das Diamond Painting Einhorn, wenn es getrocknet ist. Da kommt ja immer noch mal Bindemittelleim rüber. Jetzt weiß ich nicht genau, wie es heißt. Binderleim, glaube ich. Ich verlinke ihn euch unten einfach. Damit das alles schön fest ist und das klebt jetzt alles hier. Die Steinchen fallen alle nicht mehr ab, genauso wie es sein soll. Den Rand schneide ich jetzt irgendwann noch. Und dann ist das Bild eigentlich fertig. Ich werde immer wieder gefragt, was mache ich mit den Bildern und. Ich werde nochmal ein Video dazu machen. Gebt mir da einfach Zeit. Ich weiß nicht, wann das Video dazu kommen wird. Ich mache solche Dinge halt auch immer dann, wie ich Lust und Laune habe. Das muss ich dazu sagen. Also das ist immer, ja, ich muss da auch Bock drauf haben. Ne? Das ist halt auch so ein Ding. So, das Bildchen kommt erstmal zur Seite. Aber da, ich mache jetzt nichts Weltbewegendes damit, ne? Also das müssen wir auch gleich dazu sagen. Ja, jetzt bin ich wieder raus. Wir nehmen mal hier unsere Serviette. Eine machen wir zusammen, die anderen mache ich dann gleich. Oder machen wir zwei zusammen, dass man es zweimal gesehen hat. Einfach so. Das ist natürlich hier ein bisschen tricky, weil die ist natürlich hier weicher. Ihr seht das, ne? Jetzt ist das natürlich auch alles ein bisschen weit weg für mich. Ich hoffe, dass das hier ist. Ich sollte vielleicht ja auch, meine Güte, jetzt ist doch. Okay, irgendwas ist jetzt hier umgekippt. Ich habe mich zu Tode erschrocken. So, jetzt habe ich das. Was ist denn da umgekippt? Ich weiß es nicht. Ich werde gleich mal auf die Suche gehen.
Die Seite ist jetzt erstmal auch gerade. Das heißt, ich kann jetzt hier auch schön anlegen und da muss ich jetzt, ich habe meinen Zettel verloren. Bisschen chaotisch. Ihr habt den Anfang nicht mitgekriegt, den habe ich nicht mehr im Video. Oder werde ich nicht mehr im Video haben. So, da ist mein Zettel. 22 haben wir gesagt. 16. 22, ich sag ja. So. Dann einmal. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann jetzt auf 16 tatsächlich. Kann das dann sein? Nee, 22. Ich sag's ja. Gut, dass wir zwei zusammen machen. So, das wäre dann unsere erste Buchseite. Ich lege das mal da drauf. Was ist Buch, ne? Aber unsere erste Seite. Ich finde das sehr gut. Und was ich jetzt machen werde, damit wir das wirklich auch gut sehen, ob das jetzt die richtige Entscheidung am Ende ist. Wir schnibbeln einmal mit ihm hier alles ab. Lasse ich euch einmal wieder. Ich hole euch wieder dazu, wenn der Krach vorbei ist. Krach ist vorbei. Das kann weg. Und dann gucken wir uns das mal an, weil ich glaube, dass das einfach besser ist. Ja, das finde ich auf jeden Fall schöner. Distressen oder so, das gucken wir alle später. Wir müssen jetzt erstmal die Grundbasis machen. Das wird erstmal das hier, dass wir dieses Papier hier herrichten, also die Serviette herrichten. Und das mache ich jetzt einmal. Einen, wie gesagt, machen wir noch zusammen. Nochmal jeden Schritt gemeinsam. Das brauchen wir alles nicht. Wir schnappen uns unsere Serviette. Suchen unser Falz ein. So. Ich knicke das wieder in der Mitte. Muss bedenken, eine Seite ist die etwas glänzigere Seite. Da muss man dann gucken, welche wie man wo haben möchte. Kann das natürlich dann auch nochmal umknicken. Das werden wir alle später nochmal gucken. So. Gehe ich da einmal entlang. Brauche ich mein Schneidebrett. Mein Zettel, damit wir das auch richtig machen. Eine Seite hier einmal abschneiden. Da können wir ja noch ein bisschen frei sein in dem Schneiden. So, dann drehe ich das um auf 16 cm. Und hier bei der Seite wird es ein bisschen knapp, aber passt. Und dann das Ganze auf 22 cm. Das muss man dann halt gucken, welche Größe man halt selber hat. Oder auch haben möchte. Und dann haben wir die nächste Seite fertig. Ihr könnt das dann auseinander machen. Entweder kommt das hier gleich später so hin, dass wir hier die Sachen draufkleben oder außen. Das gucke ich alles noch. Ja, und das mache ich jetzt einmal mit allen. Da habe ich sie alle fertig geschnibbelt, meine 20 Servietten. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen. Ich werde natürlich nicht nur das da drin haben als Seite. Das sind die Reste, die hebe ich natürlich auf. Die kommen nicht weg. Und zwar werden wir immer 5er-Päckchen erstmal machen. 1, 2, 3, 4 und die 5. Sodass wir am Ende 4 Stück haben. Ich weiß noch nicht, ob wir es so machen. Wir gucken mal. Weil da soll eigentlich noch was anderes am Papier zwischen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich glaube, ich habe 6, ja. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Packen wir auch einmal zusammen. Ich glaube, 5 sind zu viel. Oh, dann muss ich 3er machen, ne? Mal 3er dann. Dann hätte ich was übrig. 4er wären noch eine Möglichkeit. Nicht 3. Ja, ich glaube, das ist zu viel, ne? Wir gucken mal. 1, 2, 3, 4, 5. Wir packen sie erst einmal alle zusammen, gucken dann einmal und dann will ich schauen, ob ich weißes Papier dazwischen mache oder Vintage-Papier dazwischen mache oder teegefärbtes Papier dazwischen mache. So, und dann haben wir hier nochmal 5. 3 fände ich zu wenig, deswegen da hätte ich außerdem was übrig dann. Deswegen würde ich dann auf 4, wenn dann runtergehen. Dann hätten wir 5 kleine Heftchen am Ende. So haben wir 4 erstmal. Ich habe hier noch mein Papier. Das hier. Ich werde das einfach auch mal so haben. Ich finde das soweit schon ganz gut.
Wir können noch Butterbrotpapier dazwischen machen. Ich hole uns mal Butterbrotpapier, Vintage-Papier, teegefärbtes Papier und ich gucke, ob ich noch was anderes finde. So machen wir es mal. Gut, ich habe uns jetzt ein bisschen was rausgesucht. Einmal teegefärbtes Papier. Moment, jetzt muss ich einmal rübergreifen. Zuckerrohrpapier, das finde ich auch immer sehr schön. Ganz schlichtes weißes Papier. Und das Vintage Paper. Das ist ja so ein Set. Der ein oder andere kennt das bei mir schon. Ja, war ich schon gut dran rumgewühlt. Gut, dass ich noch zwei Ersatzsets habe. Ich glaube, ja, wir gucken mal. Habe ich irgendwas schon aufgebraucht davon? Es scheint so, ne? Es sind, glaube ich, 5 unterschiedliche. 1, 2, 3, 4. Ja, es sind 5 unterschiedliche eigentlich. Ja, verdammt. Ja, gut. Ich nehme aber erstmal das. So, wir gucken mal. Wir legen mal die zur Seite erstmal. Achso, mein Butterbrotpapier habe ich natürlich auch. Da gucken wir jetzt. So. Ja, weiß funktioniert natürlich. Ich finde weiß nur ein bisschen langweilig gerade. Ich knicke es. Wir gucken uns das an mit dem Weißen. Müssen wir natürlich dann noch zuschneiden und alles ist ja klar. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Wobei, das ist kleiner. Stimmt. Aber ist irgendwie ganz cool. Ne? Dann machen wir das auf. Nehmen wir mal das hier. Ja, ja, ja. Dann hätte ich hier das Weiß. Würde dann wieder hier so einhaben dann. So, jetzt probieren wir das mal mit dem Zuckerrohrpapier. Ich glaube, das finde ich nicht so ansprechend. Glauben ist nicht wissen, ne? Das ist immer so ein Punkt. Also knicken wir das einmal. Und wenn ich es jetzt so sehe, finde ich es dann auch wieder nicht so schlecht. Dann nehmen wir das Weiß raus. Ja, so finde ich das einfach heraus, ne? So gucke ich. Ha, halt, ja. Guck. So finde ich es jetzt gar nicht schlecht, wenn wir Zuckerrohrpapier nehmen. So, einfach jetzt mal so. Wir blättern das hier auf. Wir haben das. Ich will es halt auch nicht zu bunt machen. Die Seiten werden ja hier schon noch bunt genug. Da nehmen wir auch nicht alle wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken. So. Also das finde ich schon nicht schlecht. Das kommt in die engere Auswahl, das mit dem Zuckerrohrpapier. Das möchte ich jetzt ungern knicken. So, ich habe hier meine Seite. Ich mache hier Sachen. So. Das sieht auch gut aus, ne? Das wird jetzt schwierig. So, und jetzt haben wir noch ein Vintage Paper. Dann nehme ich eins, was ein bisschen ruhiger ist, würde ich sagen. Ich nehme mal das hier hinten. Moment. Das hier nehme ich. Das ist ein wenig ruhiger. Das legen wir mal rein. Dann machen wir das mal so. So. Und so. Finde ich auch nicht schlecht tatsächlich. Jetzt wird es schwierig, okay. Das alles lege ich auch zur engeren Auswahl. Da hätten wir 3. beim Butterbrotpapier, das habe ich mit euch schon mal gemacht. Ja, ich meine ja. Das ist natürlich ein bisschen empfindlich, das darf man nicht vergessen. Da muss man dann gucken, dass man da irgendwas zwischen bastelt, damit das ein bisschen mehr Stabilität bekommt. Da kann ich aber halt am Ende auch nicht ganz so viel mitmachen mit Butterbrotpapier. So. Und so. Okay, finde ich auch nicht ganz so schlecht. Ich kann wieder aufwickeln hier. Habe ich noch was? Nee, das andere Papier, was ich da liegen habe, das ist so Packpapier, das brauche ich für was anderes. Okay, pass auf, wir machen das so. Wir nehmen einfach alle 3. Ich habe jetzt 5er Päckchen. Wir machen mal 4er Päckchen erstmal daraus. Oh Gott, heute ist sehr viel erstmal planen, wo soll die Richtung hingehen. Einmal so ein bisschen gucken. So, 1, 2, 3. Ich hätte ja hier einfach eins wegnehmen brauchen nur.
So, zusammenbasteln. So, dann haben wir einmal eins, zwei, drei und vier. Einmal so und einmal vier. So. Okay, dann haben wir am Ende fünf kleine Häftchen. Ist auch okay, ist auch mal was anderes. Einnähen und so, da kommen wir ganz, das dauert noch ein bisschen so. Dann brauchen wir, legen wir das wieder zur Seite, hier eins, zwei, drei dazwischen und ich hätte auf jeden Fall gerne was in der Mitte. Das Problem ist, was heißt Problem? Es kann sein, dass wenn man die glänzenden Seiten nach innen hat und das zumacht, dass das irgendwann vielleicht so ein bisschen aneinander poppt und das möchten wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das natürlich verhindern. So, das heißt, ich brauche fünfmal mein Vintage-Papier hier. Das heißt, eins haben wir schon. Eins, zwei, 3, 4, 5. Dann brauche ich 5 mal das und 5 mal teegefärbtes Papier hole ich mir. Gut, hier habe ich 4. Ich habe hiervon nochmal 4. Dann müssen wir das nur noch anständig knicken. Einmal alles. So. Und dann packen wir das da rein. Ich nehme mal eben, eigentlich klappt das auch so relativ gut, aber ich mache das immer ganz gerne mit meinem Falzbrett. Warum? Weil es dann gerade wird. Muss man natürlich nicht machen. Ne? Ich mache das halt, wie gesagt, einfach nur. Ich gehe da auf Nummer sicher beim Knicken. Mehr ist es nicht. So. Ich nochmal. So, ja, das mache ich jetzt einmal mit den ganzen Papieren, würde ich sagen. Gut, das brauchen wir nicht mehr. Das kommt nach unten. Und jetzt basteln wir uns unsere Heftchen zusammen, wie wir sie später auch zusammen nähen werden. So, erstmal. Dann komm mal her. Fangen wir mit dem ersten doch hier mal direkt an. Ich würde vorschlagen, wir nehmen erst Zuckerrohrpapier. Dann nehmen wir teegefärbtes Papier und dann nehme ich das Vintage-Papier. Und in der Mitte überlege ich mir jetzt noch was. Da weiß ich noch nicht, da gucken wir mal. Das bleibt nicht so natürlich. So, einmal alles so ein bisschen richten. So, dann sehe das Ganze jetzt so aus und das finde ich schon gut. Ne? Schauen wir mal. Ich bin noch am Überlegen, ob wir vielleicht doch auf die kleinere, also ob ich das nochmal kleiner schneide, dass wir hier eigentlich bündig mit dem sind. Aber ich habe auch noch einen anderen Gedanken. Deswegen schnibbeln wir noch nichts ab. So machen wir jetzt mit allen. Gut, da haben wir sie. So sieht das Ganze jetzt aus und das wird ein sehr cooles Album. Ich freue mich wie ein Cola-Keks. So, hier hinten ist das ein bisschen schräg jetzt. So. Also Rückseite sieht jetzt so aus. So sieht es in seiner Gesamtheit aus. Das wird noch ein bisschen breiter natürlich. Und ich finde das cool. Ich finde das sehr, sehr cool. So, was ich jetzt noch machen möchte. Hier, der Gedanke ist noch nicht ganz weg mit dem Butterbrotpapier, deswegen habe ich das noch liegen gelassen. Und zwar, wenn wir das vielleicht in die Mitte geben, tatsächlich. Wenn wir das in die Mitte geben, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Da müssen wir noch schauen. Bin ich noch nicht ganz mit fertig. So, und jetzt habt ihr ja gerade gesehen, es ist ein bisschen schwierig, die Seite hier aufzugreifen, wo die Serviette ist. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr dünn. Die erste Frage, die wahrscheinlich kommt, hält das überhaupt? Also in der Regel hält das relativ gut. Also wenn man da jetzt natürlich nicht dran rumzerrt und zieht und ich weiß nicht, was macht, ist das eigentlich kein Problem. Ich wollte jetzt noch mal, Moment, so, da habe ich mein Papier, gucken, wie das aussieht und wo ich das überall hinklebe. Und der nächste Punkt ist,
Und das wäre dann an dem Punkt eine sehr langwierige Sache. Spitze! Aber ich liebe es. Entweder Spitze, eine Variante, oder bei der ist das sehr cool, weil die so schön breit ist und von beiden Seiten gleich aussieht und man sie wunderbar dadurch auch einknicken kann. Und dann könnten wir die eventuell mit hier dran geben. Ich versuche das einmal. So, wie finden wir das? Genau, klapp dich wieder zurück. Die kann ich relativ gut auch hier dran kleben. Die müssten wir nicht nähen. Das ist der eine Faktor für die Leute, die zum Beispiel keine Nähmaschine haben. Würde die Sache ein bisschen griffiger machen. Allerdings glaube ich, dass das mehr Wirkung hat, wenn man es über das Papier geben würde. Ne? Wir wechseln mal. Ich habe ja nicht nur diese Spitze, aber ich glaube, die könnte es schon werden. Ne? Aber davon habe ich, also ich habe schon ein bisschen was, aber ob das dann reicht für alle Seiten? Sonst müsste ich nochmal was bestellen. Das ist nicht das Thema. Ich weiß ja, wo ich sie hier habe. Von Amazon. Ich kaufe alles bei Amazon. Ich bin ein absoluter Amazon-Fan. Hat man noch nicht gemerkt, glaube ich. Ne? Sollte ich nochmal sagen. Haha! Ist das dieselbe? Nee, die ist ein bisschen schmaler. Oh, die ist aber cooler. Oh, die finde ich ja viel hübscher. Oh, welche finden wir denn hübscher? Ich finde die, glaube ich, hübscher. Oh, ja, jetzt muss ich es auf jeden Fall... Naja, egal. So, nochmal hinlegen. So, also wenn, dann würde ich das tatsächlich so machen, dass ich das auch mit über dieses Papier kleben würde. Ist die Frage, oder nähe ich es doch? Weiß ich nicht, das muss ich mir überlegen. Ha, hier bin ich bei dem Punkt, wo ich wieder überlegen muss. Das ist doch klar. Die Farben würden hervorragend dazu passen. Ich habe aber noch, muss ich mal hier hinten hingreifen. Ich habe mir... Moment, so. Ich habe mir beim Action, die gab es da für 99 Cent, das gekauft für mein Handy, das ich hier liegen habe. Ich drehe das jetzt mal um, damit man da nicht sieht alles. Hier ist so ein Plättchen bei, hier so ein Plättchen, sieht man das? Sieht man. Das legt man hier rein und dann hat man hier vorne, guckt das dann raus. Das Problem ist nur, das Handy fällt dann raus. Deswegen macht das keinen Sinn und jetzt habe ich diese Ketten hier übrig. Einmal für ein anderes Handy war das und das ist für das Handy, was ihr gerade gesehen habt. Geht bei beiden nicht. Aber ich fand, das Band passt zu dem Album. Und ich war jetzt dann überlegen, wenn ich das hier alles auseinanderfrickel, könnte ich das vielleicht als Verschluss nehmen. Es ist ein bisschen elastisch. Aber ob ich das hier alles auseinanderkriege, ist die Frage. Ah, das kriege ich schon hin. Mit einer Zange dürfte das gehen. Und dann hätten wir auch so Bommels rechts und links und könnten das schön zusammenbinden. Deswegen habe ich mir das extra hierher gelegt. Als Verschluss vielleicht später. Allerdings finde ich auch die Bändchen jetzt nicht schlecht. Die könnten wir mit einbauen vielleicht. Ja, oh Gott, viele Gedanken gerade. Viele Sachen, die ich machen möchte. Bandtechnisch, ich lege es nochmal drauf. Und das ist jetzt, wie gesagt, der Punkt, wo ich Schluss machen muss. Weil sonst mache ich Quatsch. Ja, ich lasse das mir liegen und dann überlege ich mir das. Und meine weitere Überlegung war, also das Band würde ich nicht nehmen. Und da muss ich nochmal gucken, ob das reichen würde. Ich glaube nämlich, dass das nicht reichen würde. Ich müsste mir dann sowieso Band bestellen nochmal. Ich glaube, es sind 10 Meter drauf. Und wir haben 20 von diesem Büchlein, also 20 Servietten. Das könnte sehr knapp werden, ne? Wobei ich brauche ja gar nicht viel. Ich muss das ja nicht doppelt haben. Naja, ich guck mal. So, mein nächster Gedanke war, passt das mit denen zusammen? Nee, leider nicht. Leider nicht, weil dann hätte ich das hier heute nämlich auseinandergenommen noch und gefärbt. Leider nicht. Ich liebe diese Bücher. Ja, die müssen wir noch machen. Kommen wir auch noch zu. Ich dachte, ich könnte es hiermit vielleicht verbinden. Ist leider nicht. Okay, ich verlinke euch unten alles wieder in der Infobox. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr da einfach schauen. Es steht immer alles drin. Da steht auch mein Hörbuch immer drin, was ich immer höre. Ich habe
dieses Audible. Und da kriegt man ja immer ein Buch gratis. Ist immer alles unten in der Infobox. Guck da einfach vorbei, weil ich dann doch immer wieder mal die Frage in den Kommentaren habe. Wie gesagt, da steht dann immer alles. Dann könnt ihr da einfach auch nur schauen. Also ihr müsst das ja nicht kaufen, sondern einfach nur schauen, ob das vielleicht was für euch ist oder nicht. So, noch was? Nein, ich glaube nicht. Ich habe jetzt erstmal alles hier. Überlegen wir jetzt. Ich würde es aber oben drüber geben. Warte mal. Ich meine, mit dem lila Papier ist ja echt das eine. Ich finde es so schön. Wie sehe das denn hier mit aus? Ja, das kann man auch machen, das Grün hier. Hier beißt es sich ein bisschen. Nimm das mal wieder raus. Wir legen das hier drauf. Das ist sehr wild. Das ist sehr wild. Das ist zu wild. Das kommt hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Allerdings könnten wir dich dann wahrscheinlich hierfür fantastisch nutzen. Absolut, ja. Für diese Seiten ist das dann fantastisch, aber nicht für diese Seiten. Ja, so werden wir das machen dann. So werden wir das dann machen. Aber wie gesagt, spitzentechnisch, da müssen wir dann nochmal gucken. Hier würde es noch gehen. Hier ist es auch zu wild. Eventuell, aber ich glaube, das ist so Papier, was gar nicht reinpassen würde. Das muss man dann aber gucken. Okay, gut. Lange Rede, kurzer Sinn an der Stelle. Es ging ja eigentlich auch erstmal nur darum, was mache ich damit? Das habt ihr jetzt gesehen, wo die Reise hingehen soll. Es ging ursprünglich um die Servietten. Die sind schon mal verarbeitet, die 20 Servietten. Jetzt geht es an den Block. Wir haben die Basis schon mal erschaffen, geschaffen, wie auch immer. Jetzt geht es nur noch um die Spitze. Kommt sie dran, kommt sie nicht dran, überlege ich mir jetzt. Aber ist halt für die Haptik, um die Seiten besser umblättern zu können, einfach, denke ich, erstmal schöner. Aber auf der anderen Seite, ich finde halt Spitze, wenn sie dann natürlich dann noch nach außen guckt, fände ich das natürlich noch schöner. Ich habe jetzt noch einen Gedanken, den werde ich jetzt aber nicht mit euch teilen, weil das werde ich jetzt gleich probieren. Und das wäre dann noch mehr Arbeit für die Seiten. Aber wenn es cool aussieht, würde ich es dann machen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss jetzt aufhören. Sonst verhaspel ich mich. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.